Ratran war hochkonzentriert. Rohan der Riese war ein schwerer Gegner, aber er konnte es schaffen, das spürte er. Das gnadenlose Training auf der Koramsburg, sein eigener, nicht zu zähmender Ehrgeiz und das ihm angeborene Talent im Umgang mit dem Schwert. All das musste ihm nun zum Sieg verhelfen. Für ihn ging es um mehr als nur das Preisgeld. Er brauchte den Sieg. Für sich und für sie. Er hatte Yadra auf der Koramsburg kennengelernt, als sie noch Scholar gewesen war. Sie war schön gewesen und kompromisslos, eine hervorragende Kämpferin. Ratran hatte sich sofort in sie verliebt, in das kupferrote Haar und die wachsamen, klugen Augen. Sie schien ihm unnahbar, streng mit sich und allen, die sie umgaben. Doch in ihr, versteckt unter ihrer täglichen Disziplin, glühte eine Leidenschaft, deren ganze Kraft er in einer denkwürdigen Nacht kennengelernt hatte. Damals war alles anders gewesen. Zärtlich und liebevoll hatte sie ihn umschlungen. Ihr sonst kühler Blick hatte auf seinem Gesicht gebrannt. Ihre Haut war weich gewesen. Ihre Berührungen unendlich. Damals hatten noch alle drei Monde Alendias auf sie geschienen. Doch dann stürzte der kleinste Mond und alles veränderte sich. Chaos brach über das Land herein. Goblinbanden, die brandschatzend durchs Land zogen. Die Konflikte mit den Nordnymphen und marodierende Piratenbanden am Nordstrom verbreiteten Angst und Schrecken unter den Bewohnern der Hochaue. Es gab viel Arbeit für die Trutzburgen von Reichenmar. Yadra war auf jedem Schlachtfeld, bei jeder Jagd und jeder Verteidigung an vorderster Front dabei. Und sie verlor nie. 2 Wochen nach dem Sturz des dritten Mondes wurde Yadra zum Hochmeister der Koramsburg ernannt. Eine Auszeichnung, die sie ohne Frage verdient hatte. Doch seitdem waren Ratran und Yadra nicht mehr auf Augenhöhe und hatten auch kaum mehr miteinander gesprochen. Er war immer noch ein Scholar, und zurzeit gab es wenig Möglichkeiten, sich als Kämpfer zu beweisen, denn alle bewaffneten Konflikte waren zum Erliegen gekommen. Yadra wusste nicht, dass er am Harriman-Turnier teilnahm. Niemand aus der Koramsburg wusste, dass er hier war, und wenn er jetzt verlor, durfte es auch nie jemand erfahren. Sollte er allerdings das Turnier gewinnen, konnte er sich offiziell um den nächsthöheren Rang des Sergeanten bewerben. Möge der letzte Kampf des Harriman beginnen! Der Herold drängte sich in das Bewusstsein von Ratran. Entschieden verscheuchte er die Gedanken, die sich so uneingeladen in seinen Kopf gedrängt hatten. Wachsam blickte er in das bärtige Gesicht Rohons. Kein Mitleid, keine Gnade. Lange sprach man in Reichenmar von dem Kampf zwischen dem Riesen und dem Eisenraben. Denn einen so ausdauernden und eleganten Schlagabtausch hatte man während Harriman noch nicht gesehen. Die beiden Männer schenkten sich nichts und jeder erkämpfte Vorteil war nur von kurzer Dauer. Funken sprangen von den Klingen der Schwerter und verrieten die zornige Kraft der Hiebe. Durch den aufgewirbelten Staub brachen sich die Sonnenstrahlen. Und goldenes Licht zeichnete die Konturen der beiden ungleichen Tänzer nach. Bis heute ist man sich uneinig, ob es ein Stein, eine Unebenheit im Boden oder ein ungünstig umgeleiteter Sonnenstrahl war, der dazu führte, dass Rohan für einen Moment in Straucheln geriet. Müdigkeit oder Schwäche schließt man weitestgehend aus. Tatsache ist jedoch, dass Ratran diesen Moment nutzen und den festen Griff Rohons um sein Schwert durch einen gezielten Angriff auf dessen Unterarm lösen konnte. Der Zweihänder fiel auf den Boden, und Ratran suchte in der Bewegung die Augen Rohons. Dieser schrie wütend und frustriert auf, und für einen kurzen Moment befürchtete Ratran, der Hüne würde sich mit bloßen Händen auf ihn stürzen. Doch nach einigen schweren Atemzügen teilte sich der dichte Bart Rohons, und ein Lachen ertönte. Er streckte Ratran anerkennend seine riesige Pranke entgegen. Jubel brandete auf. Ratran hatte das Turnier gewonnen.
Ahriman war das schönste Fest Alendias und Reichenmar die wundervollste Stadt der Welt. Zumindest schien es Rathran so. Leute schüttelten ihm die Hände, er bekam Getränke und allerlei erlesene Speisen geschenkt. Kinder zeigten aufgeregt mit den Fingern auf ihn und er wurde überhäuft mit Lob und Küssen der hübschesten Frauen der Hochauen. Er lernte die Sieger der anderen Turniere kennen. Ein bulliger Bauer namens Berengar hatte das Tauziehen gewonnen. Ein junger Adeliger war im Lanzenstechen zwar verwundet worden, hatte es aber trotzdem geschafft, sich im Sattel zu halten. Der Barde Thibaut konnte den Minnesänger-Wettstreit für sich entscheiden und der sommersprossige Bursche Wildpert hatte durch seine Arbeit im Hafen von Sunnagard so starke Unterarme bekommen, dass er im Armdrücken den ganzen Tag ungeschlagener Sieger geblieben war. Rathran freute sich außerdem, Harrimans Meisterschützen kennenzulernen, der zufällig ein guter Freund Rohans war, sich Juen nannte und ihn mit einem breiten Grinsen zu dem Sieg über seinen Freund beglückwünschte. Es wurde Abend und nach Einbruch der Dunkelheit versammelte man alle Sieger auf dem Turnierplatz zur Ehrung, die traditionell das rauschende Abschlussfest Harrimans einläutete. Der Platz war umgeben von einem Meer aus Kerzen und Fackeln und fröhliche Musik durchdrang ganz Reichenmar. Rathran stand mit Juen und den anderen auf der Tribüne, nicht unweit des Fürsten Odo und des Herolds, der gerade wieder einmal tief Atem holte. Bevor wir zur wohlverdienten Ehrung der tapferen Recken kommen, hat seine Exzellenz Fürst Odo von Reichenmar noch einige wichtige Ankündigungen zu machen. Die Musik verstummte und die Menschen blickten sich fragend an. Jeder von euch hat den Sturz des dritten Mondes miterlebt, als die flammende Kugel auf Alendia herabfiel und die Erde verbrannte. Jene Erde, die wir heute Hina-Urd, das tote Land, nennen. In diesem Land gehen seltsame Dinge vor sich. Dinge, die unser aller Leben beeinflussen werden. Die Leute wurden unruhig. Dies war Harriman. Ein Fest voller ruhmreicher Wettstreite, Tanz und Freude. Was hatte das finstere Hina-Urd hier verloren? In seiner großen Weisheit hat Fürst Odo beschlossen, eine Expedition nach Hina-Urd zu schicken. Eine Expedition, die wertvolle Informationen nach Hause bringen wird, mit deren Hilfe wir uns für die dunklen Zeiten, die kommen werden, vorbereiten können. Wir alle werden dankbar sein für das Wissen um die finsteren Mächte in Hina-Urd. Für dieses Wissen, für diesen Schutz vor der Dunkelheit ist eine einmalige Zusatzsteuer von einem Zehnt ein geringes Opfer. Das Meer aus Fackeln und Kerzen erzitterte. Rathran sah, wie einige der Lichter sogar erloschen, aus einer Bewegung des Schreckens oder des Zornes. Doch der Herold hob beschwichtigend die Hände und durchdrang mit seiner Stimme das allgemeine Gemurmel. Ihr glaubt, dass ihr sicher seid? Ihr glaubt, eine solch wichtige Expedition sei nicht notwendig? So wisset, dass die dunkle Macht aus Hina-Urd schon längst unter uns weilt und alle können ihr zum Opfer fallen. Denkt an eure Familien, denkt an eure Kinder. Ihr wollt Beweise? Zwei Soldaten betraten die Bühne über eine seitliche Treppe. Zwischen ihnen, mit Eisenschellen um Hände und Füße sowie einen Lederstrick um den Hals, führten sie eine junge Frau mit kupferroten Haaren. Und für einen Moment glaubte Rathran, in die kühlen Augen Yadras zu blicken. Doch er kannte das Mädchen nicht. Oh nein, nicht doch. Juen stand neben ihm und sah das Mädchen mit traurigem Gesicht an. Kennt ihr das Mädchen? Nein, aber ich ahne, was jetzt kommt. Es ist nicht das erste Mal, dass ich so etwas erleben muss. Der Herold wartete einen Moment ab und begann dann wieder zu sprechen. Doch seine Stimme hatte sich verändert. Seht sie euch an! So schön ist sie, nicht wahr? Sie wirkt so zerbrechlich und harmlos! Doch lasst euch nicht täuschen! Denn wisset, dass dieses Mädchen sich der Magie hingegeben hat, dass sie die Manon-Nebul benutzt. Der Herold spuckte aus, während die Menge immer unruhiger wurde. Rathran betrachtete die Frau, die sichtbare Verletzungen im Gesicht und an den Armen hatte.
Sie stand ruhig zwischen den Wachen, doch er bemerkte, wie sie versuchte, das Zittern zu unterdrücken. Und wieder erinnerte sie ihn an Yadra, die es ebenfalls vermied, ihre Emotionen und Schwächen preiszugeben. Die mithilfe der Marlon-Nebel das Brand im Schusterhaus gelegt hat. Ein Unglück, das um ein Haar ganz Reichenmar verschlungen hätte. Man hat gesehen, wie Feuer aus ihren Händen kam. Das alles verbrannte, nur sie selbst nicht. Diese Frau muss sterben.